Hallo und herzlich willkommen zu Part 1 von Ab in das Schneeparadies oder Ab in den Schnee. Und heute dachte ich mir, fangen wir einfach ganz einfach mal an im Haus. Es ist Abend, Samstagabend, die Familie ist richtig glücklich. Leider haben wir ein kleines Problem. Die Gina, unsere Jüngste, wird heute schon zum Kind. Das heißt, mit dem Kleinkind-Let's Play wird's wohl nichts in die Sims 4. Ab in Schnee. Aber ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht und außer Schlitten fahren können Kleinkinder tatsächlich gar nichts in dieser Welt. Von dem her ist es nicht ganz so tragisch, wenn sie jetzt schon zum Kind wird. Ihr habt ja im Erstelle einen Sim gesehen, was es an neuen Sachen für Kleinkinder gibt. Und dann können wir mit ihr so auch mehr machen, tatsächlich, als Kind. Und darum werden wir sie in diesem ersten Teil älter werden lassen. Und da sehen wir auch, wie viel Zeit vergangen ist, seit der Papa der Familie verschwunden ist. Der nimmt jetzt nicht etwa... Der hat ein Stück Kuchen geklaut! Alexander! Ich glaub's ja wohl nicht. Zu viel geredet davor. Muss ich nochmal einen Kuchen kochen. Backen. Ja, auf jeden Fall hat die Kleine heute Geburtstag, die kleine Gina, und wird dann zum Kind. Und dann haben wir drei Kinder und einen Teenager und einen Erwachsenen. Und dann können wir so richtig das Let's Play starten. Ich habe mir schon mal ein bisschen die Gegend angeschaut, geschaut, wo man Skifahren kann und Snowboard fahren kann. Und dann werden wir uns das alles genauer anschauen, auch mit den neuen Festen, die es gibt und all diesen neuen Ereignissen. Gerade momentan schläft Gina noch, weil sie halt todmüde war. Ist auch richtig schmutzig. Werden sie jetzt auch noch schlafen lassen, bis die Mama mit Kochen fertig ist. Der Hund schläft auch mitten im Flur. Wenn er dann zum großen Hund wird, werden wir ihn auch mehr einbringen ins Let's Play. Aber momentan ist er ja noch ein kleiner Welpe. Da kann man noch nicht so viel mit ihm machen. Momentan hat die Mami auch noch keinen Beruf. Den werden wir ihr aber auch noch suchen. Ich denke, sie wird den neuen Beruf in dieser Welt bekommen. Also diese neue Karriere. Oder vielleicht auch ihr Sohn. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Jetzt machst du ihn da rein. Vorher hast du ihn nicht da reingemacht, dann hat dein Sohn ihn angefudert. Okay, da kann man es nicht machen. So. Hä? So kann ich denn jetzt an den Kuchen... Achso. Weil ich beim Kleinkind bin. Nicht bei ihr. Geburtstagskerzen hinzufügen. Dann wecken wir das Kleinkind auf. Helfen, Kerzen auszupusten. Gina. Und der Rest kommt hier mal her. Und die Story der Familie ist ja die, dass der Papa der Familie, dass der, ein Politiker war und dort halt dann politische Geheimnisse entdeckt hat und dann plötzlich spurlos verschwunden ist nach einem Autounfall, den er eben mit dem Sohn, dem Ältesten, dem Alexander hatte. Die Familie weiß aber nicht genau, wohin der Papa verschwunden ist. Offiziell ist er auch tot oder gilt als tot und Mami hängt ein bisschen, oder das Spiel hängt allgemein ein bisschen. Genau. Und der Papa ist verschwunden, seit die Kleine auf der Welt ist. Jetzt zum Kind wird. Die liebe Gina. Genau. Und die Story ist halt die, dass die eben dorthin gezogen sind, weil die Mama gehört hat, dass er sich irgendwo hier in dieser Welt versteckt und ihn halt finden will. Und die anderen Kinder denken, sie fangen hier einfach nur einen Neustart an, ein neues Leben. Um dem Papa, ich werde es nicht sagen, zu vergessen, aber um einfach von vorne anfangen zu können. Ich würde sagen, die Kleine ist so ein bisschen motorisch begabt. Und sie bekommt... Was bekommt sie für ein Merkmal? Wir gucken mal. Gut, passt doch. Sie war vorne Charmeurin, jetzt ist sie gut. Yes. Sagen, dann rufst du mal die ganze Familie noch
Kannst du das nicht? Mama, ruf mal die ganze Familie zum Essen rufen. Dann sollen alle noch ein Stück Kuchen essen. Dann schicken wir sie nämlich schlafen. Was liegt denn hier? Drischi! Alexander hat gekocht. Genau. Und dann würde so, das wäre jetzt Part 1 so mit dem Geburtstag. Und dann ab morgen schauen wir uns dann, oder was heißt ab morgen, ab dem nächsten Teil, der immer montags online kommt, kommen wird, schauen wir uns dann den restlichen Let's Play der Geschichte an. Ich würde sie wahrscheinlich noch ein wenig umstylen. Ich weiß aber noch nicht, ob ich das offstream mache oder ob ich das mit euch in einem Part mache. Wer fehlt da? Soll jetzt ein Stück Kuchen essen mit der Familie. Du bist dann fertig. Ich sage... So oben noch aufs Klo. Wo ist denn dein Klo? Hier aufs Klo. Und schlafen. Und wir müssen deiner Tochter noch ein neues Bett holen, weil die hat jetzt noch immer das Kleinkindbett. Für einen Strim gegeben, Motorik. Ja, dann haben wir das Zimmer eigentlich erstmal noch so behalten. Das hier brauchen wir nicht mehr. Das Töpfchen brauchen wir nicht mehr. Und jetzt rein theoretisch die Tür vielleicht hier drinnen machen, dass sie nicht immer durchs Mama Zimmer geht. Genau. Dann kriegt sie auch noch ein Snowboard, würde ich sagen. Können wir nämlich auch Sport machen. Mit der Family. Genau. Dann kriegen wir jetzt alle noch schlafen und dann sind wir morgen weiter. Ja? Du musst doch auch aufs Klo. Geh doch bitte auch noch aufs Klo, bevor du... Jetzt bist du auf dem... Gehst du mal... Wo du hast oben ein Klo. Du gehst natürlich oben aufs Klo. Hast deines eigenen Klos. Und dann gehst du schlafen. Jetzt dachte ich gerade, da fehlt das Bett. Das war nämlich irgendwie verbuggt, das Spiel. Ich habe ja den ersten Teil schon aufgenommen. Und überall haben die Sachen gefehlt, die ich platziert hatte. Ganz seltsam. Dann gehst du bitte noch deinem Hund Futter geben. Und dann darfst du... Ah, jetzt geht er aufs Klo. Dann soll er zuerst aufs Klo gehen. Und dann soll er schlafen. Seinem... Zimmer. Schläft, genau. Sie schläft. Sie kann auch schlafen. Kann auch morgen noch duschen gehen. Gehst dann hier noch aufs Klo. Hier schlafen, lass es. Und dann gehst du nämlich auch schlafen. Und dann ist hier auch der Part nämlich schon zu Ende. Es soll so ein kleiner Einführungspart einfach sein.
mit dem Geburtstag von der lieben Gina. Es war irgendwie nicht so von mir geplant. Ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare von dem Part schreiben, ob wir noch ein Kleinkind adoptieren sollen. Aber es gibt eigentlich nichts für Kleinkinder, was die hier machen können. Und tendenziell finde ich, dass die 4 Kinder erstmal reichen. Genau. Ich kann euch nochmal die Namen sagen. Das ist die Carina Paulsen, das ist die Mami. Dann haben wir den Alex Paulsen. Der ist so um die 15, 16. Die Anne und der Manuel Paulsen, die Zwillinge, sind ungefähr so 8 Jahre alt. Die liebe Gina ist jetzt gerade 6 geworden. Genau. Und im nächsten Part beginnt dann richtig ab in den Schnee. Ich wollte jetzt einfach mal kurz die Familie vorstellen, kurz sagen, um was es in dem Let's Play gehen wird. Nämlich darum, dass wir so einmal ab in den Schneeparadies und ab in den Schnee erforschen. Und zum anderen versuchen wir, den Papa der Familie zu finden. Also sie im Prinzip, die Carina. Genau, dann danke ich euch fürs Zuschauen und ab. Nächste Woche Montag beginnt dann das richtige Let's Play. Ciao, ciao. Ich hab euch lieb, eure LA.